来到 Gavlis Deutschwelt， 今天给你介绍25个德文课堂用语。关于德文课堂用语，我总共要拍两个影片，今天是第一个影片。今天我们讲的是学生在课堂上的常用句子，那我打算很快速的拍第二个影片，给你们介绍老师在课堂上的常用句子。那我们在这个影片呢，我们不只是在学习新的单字或新的句子，而且这个也是让你们可以练习你们的发音，你们的德文表达能力。而且这个影片比较长一点，所以呢，我建议你们如果第一次看这个影片有点时间不够，你们可以再回去看，你们可以比较重复性的来看这个影片，慢慢练习这些发音。所以我今天真的很开心啊，我可以给你们介绍非常实用的德文句子。赶快开始，第一个句子 ，Los geht's。Eine Frage， 什么意思呢？一个问题 ，a question， 英文是 a question， 就是有人想请问 ，eine Frage。Was heißt das？Was heißt das？ 这是什么意思？这是什么意思的？这个意思。所以，比如说一个句子、一个单词，你就可以用这个句子。Was heißt das？ Wie sagt man das auf Deutsch？ Wie sagt man das auf Deutsch？ Wie sagt man das auf Deutsch？ 这个德文怎么说？这个德文怎么说？所以比如说我们现在用了一个具体的单词，比如说我们铅笔这个单词，我们不知道德文怎么说，我们就问 Wie sagt man 铅笔 auf Deutsch？ Wie sagt man 铅笔 auf Deutsch？ 反过来的句子 Auf Deutsch heißt das Bleistift。 Auf Deutsch heißt das Bleistift。 Auf Deutsch heißt das Bleistift。Wie spricht man das aus? Wie spricht man das aus? Wie spricht man das aus? 这个怎么念？你不清楚一个单词的发音，你就问 Wie spricht man das aus? Bitte noch einmal. Bitte noch einmal. Bitte noch einmal.请再一次 ，Please one more time， 就是你不清楚，你刚刚听不清楚一个单词一个发音，你就这样说 ，Bitte noch einmal。Das ist mir nicht klar。Das ist mir nicht klar。Das ist mir nicht klar。这个我不懂，这个我不清楚，你不清楚一件事情或一个内容或一个单字。就可以说这个句子。Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. Jetzt verstehe ich. 我现在懂了，我现在理解了。所以如果你刚问老师一个问题，然后你就懂了，这个问题解决了，你就可以这样说，非常实用的句子。Jetzt verstehe ich. Bin ich dran? Bin ich dran? Bin ich dran?什么意思呢？轮到我了吗？譬如说呢，你们在课堂上，你们有一个练习，有一个游戏，然后在这个练习的时候，你也有参与到，然后做一个动作，自己不确定，现在是轮到你了吗？你就可以这样说 ：Bin ich dran? Auf welcher Seite ist das? Auf welcher Seite ist das? Auf welcher Seite ist das?这个在第几页？这个在第几页上面？譬如说，你不清楚一个句子或一个练习在哪里，在这个课本的哪里，你就用这个句子 ：Auf welcher Seite ist das？ Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. Einen Moment bitte. 请等一下，请给我一点点时间。譬如说，你在想一个问题，你在想一个单字，你在想你可以怎么回答，你需要一点点时间，你就说 Einen Moment bitte. Entschuldigung, darf ich kurz auf die Toilette gehen?
Entschuldigung, darf ich kurz auf die Toilette gehen? Entschuldigung, darf ich kurz auf die Toilette gehen? 不好意思，我可以上一下厕所吗？我可以去上一下厕所吗？我们可以更简短的说 ，Entschuldigung, darf ich auf die Toilette? Gehen 就不用加了。可是其实比较标准的是两个动词都有。Entschuldigung, darf ich kurz auf die Toilette gehen? Da muss ich überlegen. Da muss ich überlegen. Da muss ich überlegen.我要考虑一下，我要想一下，再考虑，再想一个问题，一个答案，我一个回答。Da muss ich überlegen. Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? Wie schreibt man das? 这个怎么写？ Wie schreibt man das? Wie benutzt man dieses Wort? Wie benutzt man dieses Wort? Wie benutzt man dieses Wort? 这个单字怎么用？不清楚一个用词或一个词汇，你刚刚学到一个生词，它的用法到底怎么样？你不知道到底该怎么练习到呢？就这样问老师。Wie benutzt man dieses Wort? Könnten Sie mir ein Beispiel geben? Könnten Sie mir ein Beispiel geben? Könnten Sie mir ein Beispiel geben? 你能给我一个例子吗？也就是你能够举个例吗？譬如说一个例句，就是单字的用法，这个是刚刚上一个句子就可以再进一步的说的一个很好的用词，所以变成 Wie benutzt man dieses Wort? Könnten Sie mir ein Beispiel geben? Ist das richtig so? Ist das richtig so? Ist das richtig so? 这样对吗？这样正确吗？你们再写一个练习，或者是你写一个作业，反正有一个东西，你想把老师给他看一下，然后检查一下，就可以这样问 ：Ist das richtig so? 这样正确吗 ？Mir fällt es nicht ein. Mir fällt es nicht ein. Mir fällt es nicht ein. 我想不起来。一个单词，一个句子，一个德文的东西，你想不起来，你就很不高兴啊！天哪 ，Mir fällt es nicht ein. Ah, es ist mir eingefallen.Es ist mir eingefallen. Es ist mir eingefallen. 我想起来了，一个单字或一个，反正就是一个单字或一个句子。你想起来了，你想起来一件事情。Es ist mir eingefallen. Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied?差别在哪 ？Liegt 其实是摆着摆，差别摆于哪，处于哪 ？Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied? Wo liegt der Unterschied zwischen Bleistift und Kugelschreiber? Wo liegt der Unterschied zwischen Bleistift und Kugelschreiber?在这个句子里面，你就要两个你具体要提到的物品哦、东西哦、单字，因为你就可能知道，刚开始你就不清楚德文里面 Bleistift 这个单字跟 Kugelschreiber 这个单字用起来差别在哪，你还不是很清楚，所以你就可以这样问。它原本的句型就是 Wo liegt der Unterschied zwischen A und B? Ich schaue nach. Ich schaue nach.Ich schaue nach. 我查一下，我检查一下。你查一个单字，你查一个内容。Ich schaue nach. Ich schaue nach. Das steht nicht im Wörterbuch. Das steht nicht im Wörterbuch. Das steht nicht im Wörterbuch. 这个没有在字典里面，这个单字没有在字典里面。Das steht nicht im Wörterbuch.Kommt das zur Prüfung? Kommt das zur Prüfung? Kommt das zur Prüfung?
这个会考吗？在考试的时候，如果有一个平常考，或者是有一个期末、期中考之类的，都可以，就可以问这个会考吗？我们德文会这样说 ：Kommt das zur Prüfung? Kommt das zur Prüfung? Ich habe mein Buch vergessen. Ich habe mein Buch vergessen. Ich habe mein Buch vergessen.我忘记带课本，其实直接说我忘记课本了。Ich habe mein Buch vergessen. Ich habe mein Buch vergessen. Kann ich mir den Stift ausborgen? Kann ich mir einen Stift ausborgen? Kann ich mir einen Stift ausborgen? 我可以借一支笔吗？我可以借笔吗？所以如果说你在上课的时候你发现你没有笔了，或者是你就今天没有带笔，你就可以这样问你的旁边的同学。Danke. Entschuldigung, ich habe letzte Woche gefehlt, weil ich krank war. Entschuldigung, ich habe letzte Woche gefehlt, weil ich krank war. Entschuldigung, ich habe letzte Woche gefehlt, weil ich krank war. 不好意思，我上个礼拜不在场。因为我生病了，所以当然我们都会发生这件事情。我们可能因为生病的关系，所以我们没办法出席到或者是参与到一个课程或其他的这样这类的活动，所以我们就可以这样表达 Entschuldigung, ich habe letzte Woche gefehlt, weil ich krank war. Ich möchte mich für nächste Woche entschuldigen lassen. Ich möchte mich für nächste Woche entschuldigen lassen.Ich möchte mich für nächste Woche entschuldigen lassen. 我想要对于我关于下个礼拜的课程，我想要请假，我想要请下个礼拜的假。所以，比如说，下个礼拜你有事，你有一件事情，你就是这个让你没办法参与到或者是上到那个课程，所以你就跟老师说一声 ，Ich möchte mich für nächste Woche entschuldigen lassen. Wann ist die nächste Prüfung? Wann ist die nächste Prüfung? Wann ist die nächste Prüfung? 下一次考试是什么时候？或是几月几号？ Wann ist die nächste Prüfung? Ich habe schon ein Zertifikat für das Niveau A1 gemacht. Ich habe schon ein Zertifikat für das Niveau A1 gemacht.Ich habe schon ein Zertifikat für das Niveau A1 gemacht. 也就是我已经考了 A1 这个程度的检定，或这个考试已经拿到这个程度的检定了。你也可以省略 Niveau 变比较短一点的句子。Ich habe schon ein Zertifikat für A1 gemacht. Ich habe schon ein Zertifikat für A1 gemacht. Wo findet der Kurs statt? Wo findet der Kurs statt?Wo findet der Kurs statt? 如果你不清楚这个课程或这个课在哪里会上或在哪里会举办它的地点，你就可以问这个问题。Wo findet der Kurs statt? Entschuldigung, ich war letztes Mal nicht da. Entschuldigung, ich war letztes Mal nicht da. Entschuldigung, ich war letztes Mal nicht da.不好意思，我上一次不在，我上一次没有来。Kann ich die Hausaufgabe nachbringen? Kann ich die Hausaufgabe nachbringen? Kann ich die Hausaufgabe nachbringen? 我可以补作业吗？譬如说你在下个礼拜不在，或者是因为已经有事情，你就是没办法及时或在应该的时候交那个作业，那你可以这样问老师。Kann ich die Hausaufgabe nachbringen? Nachbringen 就是补交的这个意思。Entschuldigung, ich habe dazu eine Frage. Entschuldigung, ich habe dazu eine Frage. Entschuldigung, ich habe dazu eine Frage.不好意思，我对这件事情有一个问题要问，或者不好意思，我对这件事情不清楚。
Ich habe dazu eine Frage. Dazu 就是一个省略的一个用法。Zu 也是个介系词，然后 zu 也可以加个名词，比如说 zu diesem Wort 或者 zu diesem Satz 这个句子，这个单字。然后最方便的用法就是 ich habe dazu eine Frage。最好再加一个 Entschuldigung, ich habe dazu eine Frage。Heute habe ich so viel Neues gelernt. Heute habe ich so viel Neues gelernt. Heute habe ich so viel Neues gelernt. 我今天学到很多新的东西。So viel Neues, 好多新的东西。Heute habe ich so viel Neues gelernt. 今天学到好多新的东西。如果在下课的时候，或者是你想跟老师说这个句子，老师一定会非常的开心。Heute habe ich so viel Neues gelernt. 再加个 Danke 就更好。Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. 下个礼拜见，下周见。这个当然最适合你们快要下课的时候，你们刚要下课的时候就可以这样说。Bis nächste Woche. 这样老师或其他同学一定会非常的开心听到这个句子。今天25个课堂用语完成了，然后我非常的希望你会多多的用到，多多的练习这些句子，你要多练习多使用，你的脑袋就会吸收的更快。好， wir sehen uns im nächsten Video， 在下个影片我会告诉你们老师在课堂上的常用句子。 Bis nächstes Mal.